Accepted. So, bitte Artemis-Rakete nicht verfehlen. Schön die Waffen treffen, damit die schön down gehen. Down. Ja, so liebe ich das. Und das geht jetzt auf die Schilde der Ionenblast. Geht jetzt mal auf Sauerstoff und der Burst Laser geht noch weiterhin auf die Waffen. Wir wollen ja nicht, dass die sich wieder reparieren. Och, Mist, verfehlt. So, jetzt können die Artemis-Raketen abgeschaltet werden. Die gehen weiterhin auf die Schilde und das geht weiterhin auf den Sauerstoff. Ja. Doof, wenn der Sauerstoffantrieb abgeschaltet wird, ne? Ja, und wieder derselbe Spruch. Wir haben sie überboten. Akzeptieren wir quasi ihr Lager in Austausch für ihre Leben. Und ich habe es gerade gesagt. Bedankt euch bei euren Vorgängern. Nix da. Ihr seid down jetzt. Das Schiff explodiert und wir sammeln ein, was wir an nützlichem Material finden können. Ein Antrieb, zwei Raketen und 32 Scrap. Ja, so viel war das jetzt auch nicht. Super. Super bleifrei. Ah, Mensch. So, was haben wir hier? Wow. Wir erforschen die Gegend hier und sind schockiert, als ein Feld der Größe eines Mondes plötzlich vor uns auftaucht. Scans zeigen jedoch, dass dieser felsenfest wirkende Fels, felsenfest wirkende Fels, nur eine Farce ist oder nur eine Hülle ist, da er fast komplett im Inneren von all seinen nützlichen Materialien abgemint wurde. Oh, Menno. Menno. Fies. Ihr kommt, oder ihr gelangt in Sicht von zwei Slug-Schiffen, die in der Ferne miteinander kommunizieren. Sie sehen euch nicht. Wir versuchen mal, ihre Frequenz abzuhören. Ihr hört ihre ihr belauscht ihre Unterhaltung und lernt von ihrem Plan, einen berühmten oder nicht berühmten, aber sehr reichen Piraten in der in dem Areal zu auszurauben. Gemeinsam springen sie weg und ihr notiert euch ihre Zielkoordinaten. Ah, da haben wir einen Questmarker in deren nächsten Sektor. Wir haben echt kaum Kohle gemacht. Komm, ein paar Gegner. Ja, da haben wir doch was. Ein Slugschiff, ein Ganove, wie du vermutest, taucht auf. Aber als er sieht, dass ihr ein Föderationsschiff seid, überlegt er es nochmal und versucht abzuhauen. Und dabei schießt er alles ab, was er hat. So, dann machen wir doch mal hier auf die Schilde. Auf den Antrieb. Das nehmen wir noch mit. Wir tarnen uns und mit einer Artemis-Rakete auf die Waffen. Ja, ich will den Antrieb wirklich schnell von ihnen ausschalten. Weil ich habe keine Lust, dass sie tatsächlich uns noch irgendwie abhauen oder so. Unfug. Sehr schön. Artemis-Rakete wieder abschalten. Das kann dafür wieder angeschaltet werden. Der Burst. Ja, komm, der geht weiterhin da drauf. Ah, sie bieten uns ihr Lager an, für ihre Leben. Dass die immer alle ihr Lager anbieten. Die haben einfach nichts da drin. So, auf den Unfug falle ich nicht nochmal rein. Hier. Gibt keinen Surrender Accept. Ihr seid total. Ja, für den Arsch. So, und ich schalte mal die Drohne aus. Und möchte mal versuchen, ob ich sie quasi ersticken lassen kann. Weil das ist auch ein Achievement, was es gibt. Moment,
Dafür müsste ich aber einmal den Sauerstoff natürlich von ihnen beschießen. Aber Moment, ihre Waffen sind jetzt wieder an. Nee, wisst ihr was, da habe ich jetzt auch keine Lust hier riskante Manöver. Ich will jetzt nicht unbedingt auch dran verrecken, weil ich hier solche experimentelle Spielchen betreibe. So, das Schiff explodiert und ihr sammelt die nützlichen Materialien ein. 2 Raketen, ein Drohnenpart und 34 Scrap. Sehr schön. Oh, da sind gleich 2 Stores nebeneinander. Ich könnte dahin noch springen, dann von da aus dahin und dann zu den Stores. Aber da war ich schon, da habe ich nichts von. Dann springe ich da mal hin zu dem Store. Eine riesige Schnecke teleportiert sich aus dem Nichts auf unsere Brücke. Bevor wir das Feuer öffnen können, breitet er seine Waren aus und preist uns die Sachen an. Oh mein Gott. Ein Slug. Den guten Jax. Ja, den holen wir uns auch mal direkt. So, die Drohnen brauchen wir nicht, die hier angeboten werden uns. Den Hüllen-Smash-Laser. Nee, komm, den verkaufe ich erstmal wieder. Und kaufe mir dann lieber den Antrieb und repariere mich mal. Ja, genau. Ich würde ja gern... Ja, das ist böse, ich weiß, aber ich würde gern Crewmitglied verkaufen gerade. Weil ich... Ich bin so kurz davor, dieses andere Achievement mit unterschiedlichen Aliens zu kriegen, aber dafür müsste ich echt einen der Leute opfern. Und da ist es irgendwie gerade so mein Gedanke, ich würde gern Emma loswerden. Ich bin böse, ich weiß. Na und? So. Springen wir noch dahin, weil ich da noch mehr was erhoffe. Oh. Ihr werdet sofort von einem gefährlich aussehenden Schiff benachrichtigt. Ich fühle mich großzügig heute. Ich erlaube euch, euren eigenen Tod euch auszusuchen. Welches hättet ihr am wenigsten gern? Schilde, Oxygen oder Waffen? Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet und was das bewirkt. Und da ich ungern sterben möchte, biete ich mal 35 Scrap an, um uns in Ruhe zu lassen. Ich fühle mich wirklich großzügig. Sie nehmen den Scrap und hauen ab. Da müsste ich mich mal im Wiki informieren, was das sollte. Was so ein Szenario bedeutet. Was passiert wäre, wenn wir irgendwas davon gewählt hätten. Das wäre mal wirklich interessant zu erfahren. Das Slugschiff benachrichtige ich euch. Wir entdecken einige besorgniserregende radioaktive Strahlung aus eurer medizinischen Bereich. Vielleicht solltet ihr einen Blick danach werfen. Als er fertig ist, schaltet sich unsere Heilstation ab und ihre Crew teleportiert sich von einer nahegelegenen Station auf unser Schiff. Sie sehen nicht aus wie Ingenieure. Ja, und wisst ihr was? Ihr seht so aus, als wolltet ihr ersticken. So, dann der Ion Blast auf die Schilde. Burst Laser auf die Waffen. Wir tarnen uns. Und die warten mal hier drüben schön. Na gut, er wartet da. Gut, dann machen wir da die Türen wieder zu. Und ihre Slugs werden kurz gekillt. Jetzt macht doch mal ihre Waffen weg. Mensch. Geht doch. Die machen immer wieder unsere Schilder aus wegen ihren blöden Waffen. So geht das ja mal nicht. Finde ich nicht akzeptabel. So, vielen Dank. Geht doch. Warum nicht gleich so?
Das Luckschiff bricht auseinander und unsere Systeme sind wieder normal. Ihr sammelt ein, was ihr könnt. 2 Fuel, 1 Drohnenparts und 54 Scrap. Sehr schön. Bitte einmal heilen, meine Leutchen. Maxwell, so, erstmal den Sauerstoff wieder in Ordnung bringen. So, und dann springen wir. Was schaffe ich noch, den Store? Ja, ich klappe noch den Store ab. Vielleicht finde ich da nämlich noch was Interessantes. Und dann verbessere ich nämlich meine Sachen. Vorsichtig nähert ihr euch einer Slug-Kolonie auf einem riesigen Asteroiden. Eine mutige Person. Nee, es ist eine mutige Person, die Fuß auf diesen Slug-Planeten setzt. Es könnte Wochen dauern, um den Schleim aus euren Klamotten zu kriegen. Aber hier muss Business getrieben werden. Handel getrieben werden. Fleischi. Ein Mensch namens Fleischi. Und Norwin Schulze. Das sind die bescheuertsten Namen, die ich je gesehen habe. Oh, eine Höhlenreparaturdrohne. Arr. Har, har, eine Höhlenreparaturdrohne. Wir können natürlich die verticken. Kaufen die Höhlenreparaturdrohne, weil die ist natürlich auch ziemlich coole. Und sollen wir den Antrieb noch kaufen? Ja, komm, wir kaufen mal den Antrieb, man weiß ja nie. Und ab sofort wird alles andere an Kohle in unser Raumschiff reingesteckt. Eine Höhlenreparaturdrohne können wir immer nach den Gefechten schön benutzen, um uns wieder zu reparieren. Und das wäre schon eine geile Sache, nicht? So, und jetzt schnell aber zum Ausgang, bitte. Weil das wird mir mit den Rebellen doch ein bisschen knapp gerade. Es gibt wenige noch gefährlichere Bestien in der Galaxie als eine Schnecke mit dem Rücken zur Wand. Dieses Schiff, Faltering Ship, ich weiß jetzt nicht, was Faltering gemeint ist, in diesem Bereich, schaltet eure Türensysteme ab und lädt ihre Feuerwaffen auf. Sie versuchen uns auszuräuchern. Da habe ich aber immer noch was gegen. Und in diesem Fall werde ich auch mit unserer Artemis-Rakete antworten wieder. Unsere kleine Geheimwaffe, die durch alle Schilde fliegt. Ja, da sind die Waffensysteme down. Machen wir das gleich mal mit den Schildsystemen. Down! Natürlich geht der Burst Laser weiterhin auf die Waffen, damit die sich nicht so schnell reparieren. So, Artemis-Rakete kann abgeschaltet werden. Burst Laser weiterhin auf die Waffen. Wir wollen ja nicht, dass die anfangen, die zu reparieren, sprich uns wieder zu beschießen. Da habe ich echt keinen Bock so richtig drauf. Weil man sieht, trotz der Treffer, die ich gerade gelandet habe, reparieren die schon wieder. Ja. Sauerstoff wird auch langsam knapp. Ne? Und hier uns mal abschalten. Sehr schön. Diesmal haben sie auch nicht um ihr Leben gebettet. Das Schiff bricht auseinander. Unsere Systeme werden wieder normal. Und wir sammeln ein, was wir können. Eine Rakete, ein Drohnenpart, 34 Scrap. Wir sollten auch vielleicht mal Drohnenpart... Oh, soll ich da auch hoch noch springen? Ja, komm, ich bin verleitet. Wir sollten nochmal Drohnenparts einkaufen, weil fürs letzte Gefecht, gerade wenn wir die Höhlenreparatur viel nutzen wollen, sollten wir häufig die Drohnenparts benutzen. Und brauchen einfach dafür ein paar, aber die sind so teuer. Ja, da haben wir wieder diesen Fall, dass ein Slug-Raumschiff einen großen Fang gelandet hat, ganz offensichtlich, und ihre neuen Waffen an uns austesten wollen. Aber sie haben natürlich das falsche Schiff ausgewählt, um es zu attackieren. So. Schilde, Waffen. Eine Artemis-Rakete mit auf die Waffen in dem Fall. Dann warten wir kurz. Und tarnen wir uns, jawohl. Dann verlieren wir nämlich nicht die Zeit, weil in der... erst wenn ein Slug in dem Waffenraum ist, beschleunigt sich das Nutzen der Waffen. Und vorher lohnt sich es halt einfach nicht so. Es wäre natürlich eine Überlegung, unsere Leute rüber zu schicken. Das Problem ist nur, dann braucht das Ding so lange,